Wir machen jetzt zusammen den Wahl-O-Mat. Einfach, weil ich finde, eigentlich ist das eine Sache, die ich gar nicht so machen würde. Eine Sache, die mich irgendwo auch sicherlich angreifbar macht und die ja nur eine Wahlreferenz ist und keine Wahlempfehlung. Wir machen das jetzt mal zusammen und ich fordere euch auch an der Stelle einfach mal auf, wenn ihr keinerlei Orientierung habt und nicht wisst, was ihr machen sollt, könnt ihr tatsächlich an dieser Stelle euch zumindest ein Stück weit eventuell überlegen, welche Parteien kommen für euch in Frage und welche nicht. Auf allen Autobahnen soll ein generelles Tempolimit gelten. Ich bin ehrlich, ich will das nicht, ich möchte das absolut nicht, aber ich sage euch eins, ich wäre absolut bereit, obwohl ich gerne 300 fahre, durchgehend 130 zu fahren, dem Klima zuliebe. Absolut. Deutschland soll seine Verteidigungsausgaben erhöhen. Gut, also wir geben ja sehr viel Geld für die Verteidigung aus, nur halt nicht sinnvoll. Und ich würde einfach an der Stelle mal sagen, eher neutral tatsächlich. Bei Bundestagswahlen sollen auch Jugendliche ab 16 wählen dürfen. Definitiv, weil das Leute sind, die direkt von der Politik betroffen sind. Auf jeden Fall mit der Politisierung, die ansteigend ist. Und die Leute, wenn ich mir halt anschaue, wie viel in den jungen Jahren schon sehr, sehr informiert sind, ganz klar, definitiv. Die Förderung von Windenergie soll beendet werden. Wir sind kurz davor, das zu machen, aber natürlich nicht. Wir brauchen Windenergie, ganz klar. Die Möglichkeiten der Vermieterinnen und Vermieter, Wohnungsmieten zu erhöhen, sollen gesetzlich stärker begrenzt werden. Ich sag's euch, wie es ist, meine Freunde. Ich halte eine Menge Wohnungen. Die genaue Anzahl werde ich hier nicht euch sagen. Aber ich bin der Meinung, ja, tatsächlich ja. Weil ich auch selber mitbekomme, wie unglaublich krass sich daran bereichert wird. Und ich bin selber jemand, der Wohnungen hat. Und auch da wieder sage ich ganz klar, ich möchte, selbst als Wohnungseigner und Vermieter, möchte ich trotzdem meiner sozialen Gerechtigkeit irgendwo bewusst sein. Und auf jeden Fall sollten Wuchermieten ein Ende finden, ganz klar. Obwohl sie mich selber wirtschaftlich sofort belasten werden. Impfstoffe wie gegen Covid-19 sollen weiterhin durch Patente geschützt sein. Sehe ich jetzt kein Problem drin. Wobei, ja doch, nein, neutral. Der für das Jahr 2038 geplante Ausstieg aus der Kohlestromversorgung soll vorgezogen werden. Brauchen wir gar nicht drüber diskutieren? Absolut ja. Alle Erwerbstätigen sollen in der gesetzlichen Rentenversicherung versichert sein. Natürlich, klar. Jeder, der arbeitet, soll Rente bekommen. Natürlich, klar. Das Recht anerkannter Flüchtlinge auf Familiennachzug soll abgeschafft werden. Warum? Warum sollte jemand, der in diesem Land ist, sich integriert hat, anerkannter Flüchtling ist, seine Familie nicht nachziehen dürfen, wenn wir doch Platz dafür haben? Absolut. Natürlich. Hallo? Auf den Umsatz, der in Deutschland mit digitalen Dienstleistungen erzielt wird, soll eine nationale Steuer erhoben werden. Würde für mich bedeuten, dass ich mehr Steuern zahle, möchte ich an der Stelle also nicht. Die traditionelle Familie aus Vater, Mutter, Kind und Kindern soll stärker als andere Lebensgemeinschaften gefördert werden. Warum? Warum können es nicht Vater, Vater und Kind sein oder Mutter, Mutter und Kind? Wieso? Also nein, absolut nicht. Jede Lebensgemeinschaft sollte gefördert werden. Spende von Unternehmen an Parteien sollen weiterhin erlaubt sein. Also sie zu verbieten, ist eine ganz schwierige Geschichte. Achso, das ist für Riesenunternehmen wie Google, Apple und Co. Wie komme ich zurück? Dann stimme ich dazu. Alles klar. Spenden von Unternehmen an Parteien sollen weiterhin erlaubt sein. Eigentlich nicht, aber es ist schwierig. Es ist einfach sehr schwierig. Viele Parteien, gerade junge Parteien, finanzieren sich halt unmittelbar durch Spenden. Ich würde sagen neutral. Studentinnen und Studenten sollen BAföG unabhängig vom Einkommen ihrer Eltern erhalten. Ja, absolut richtig, weil nicht jeder Student in good terms mit den Eltern ist und manchmal auch einfach die Eltern gar kein Geld den Studierenden dazugeben. Auf jeden Fall. In Deutschland soll es generell möglich sein, neben der Deutschen eine zweite Staatsbürgerschaft zu haben. Eine doppelte Staatsbürgerschaft wird meistens tatsächlich im Moment abgeschafft. Ich bin mir auch gar nicht über den Vorteil. Nee, also ich bin da, das ist mir eigentlich tatsächlich ziemlich egal. Bundesbehörden sollten in ihren Veröffentlichungen unterschiedliche Geschlechtsidentitäten sprachlich berücksichtigen. Ganz klares Ding. Wenn man nur durch ein Wort alle Leute inkludieren kann, warum nicht? Die Ostseepipeline Nord Stream 2, die Gas von Russland nach Deutschland transportiert, soll wie geplant in Betrieb gehen dürfen. Macht uns unabhängig von anderen Energieversorgern, ist ein großer Streitpunkt mit der USA. Habe ich mich bis dato noch nicht ausreichend mit zu auseinandergesetzt, kann ich nicht genau sagen. Gehe ich erstmal neutral drauf ein. Solidaritätszuschlag soll vollständig abgeschafft werden. Ich glaube, dass der Soli mittlerweile nicht mehr zwangsläufig notwendig ist und wir den Osten weiterhin gut unterstützt haben. Ich bin der Meinung, wir können den abschaffen. Das Tragen eines Kopftuchs soll Beamten oder Beamtinnen dient generell erlaubt sein. Absolut, wir haben in Deutschland eine religiöse Freiheit und das Recht auf freie Entfaltung. Definitiv sollte das erlaubt sein. Die Zulassung von neuen Autos mit Verbrennungsmotoren soll auch langfristig möglich sein. Stimme ich nicht zu, können wir uns nicht mehr leisten, brauchen wir nicht. Der Bund soll mehr Zuständigkeiten in der Schulpolitik erhalten. Absolut, weil auf Länderebene die Bildung gerade nicht funktioniert, muss der Bund öfters durchgreifen und tatsächlich da auch weiter reingehen. Stimme ich zu. Der Bund soll Projekte zur Bekämpfung des Antisemitismus stärker finanziell unterstützen. Brauche ich nicht zu sagen, Antisemitismus, Feindlichkeit gegenüber dem jüdischen Glauben, für euch kurz zusammengefasst, ist auf jeden Fall eine unglaublich schreckliche Sache. Wir haben genug schreckliche Taten in der Vergangenheit gesehen, definitiv. Chinesische Firmen sollen keine Aufträge für den Ausbau der Kommunikationsinfrastruktur in Deutschland erhalten dürfen.
Schwierige These. Ich meine, irgendwer muss es ja richten. Und wenn die deutschen Firmen es nicht hinbekommen, wüsste ich jetzt nicht, was das Problem ist. Auf der anderen Seite ist es so, dass damit die Machtstellung und die Vormachtstellung von China in Europa weiterhin ausgebaut wird. Muss ich ehrlich sagen, ich glaube, wir machen das doch lieber selber. Der Staat soll weiterhin für Religionsgemeinschaften die Kirchensteuer einziehen. Kann er von mir aus gerne machen. Mir ist es persönlich scheißegal. Man kann hier aus der Kirche austreten. Der kontrollierte Verkauf von Cannabis soll generell erlaubt sein. Brauche ich gar nicht zu sagen. Kann tatsächlich jeder machen. Also eigentlich würde ich auch die Kirchensteuer abschaffen, wenn ich ehrlich bin, Chat. Aber wie gesagt, ich bin aus der Kirche ausgetreten. Mir ist es scheißegal. Man kann ja austreten, wenn es einen stört. Und ja, obviously ist das eine Sache, der ich zustimme. Deutschland soll aus der Europäischen Union austreten. Nein, als Europäische Union funktionieren wir nur gemeinsam und mit Deutschland zusammen. Und definitiv. Habe ich bei China auf Halt geklickt? Achso, stimme ich zu. Okay, sorry. Die Landeslisten der Parteien für die Wahlen zum Deutschen Bundestag sollen abwechselnd mit Frauen und Männern besetzt werden müssen. Eine Geschlechterquote finde ich immer ein wenig schwierig, weil eine Geschlechterquote nicht unbedingt was aussagt über Qualifikation. Dementsprechend habe ich mir hier noch keine endgültige Meinung zugeäußert, würde ich erstmal neutral behandeln. Stationäre Behandlung im Krankenhaus sollen weiterhin über eine Fallpauschale abgerechnet werden. Überspringe ich die These, kann ich nichts zu sagen. Auf hohe Vermögen soll wieder eine Steuer erhoben werden. Ich bin davon direkt betroffen. Ich würde es trotzdem machen, stimme ich zu. Bei der Videoüberwachung öffentlicher Plätze soll Gesichtserkennungssoftware eingesetzt werden dürfen. Einerseits ja, weil damit die Aufklärungsquote höher ist. Andererseits nein, weil wir halt in einer dystopischen Gesellschaft dann leben, in der auf jeden Fall sehr, sehr viele Dinge falsch laufen und die staatliche Überwachung fast Gleichschaltung mit China bedeutet. Also ich würde eher sagen nein. Auch Ehepaare ohne Kinder sollen weiterhin steuerlich begünstigt werden. Ja, warum nicht? Gleiches Recht für alle. Also natürlich. Ökologische Landwirtschaft soll stärker gefördert werden als konventionelle Landwirtschaft. Brauchen wir gar nicht drüber reden. Brauchen wir in Deutschland definitiv auf jeden Fall. Islamische Verbände sollen als Religionsgemeinschaft staatlich anerkannt werden können. Warum nicht? Sehe ich kein Problem mit. Der Islam ist eine freie Weltreligion und soll genauso als Religionsgemeinschaft anerkannt werden wie auch andere Religionen. Warum denn nicht? Der staatlich festgelegte Preis für den Ausstoß von CO2 beim Heizen und Autofahren soll stärker steigen als geplant. Stimme ich absolut zu. Definitiv. Wir brauchen alle solche Schritte für den Klimaschutz. Die Schuldenbremse im Grundgesetz soll beibehalten werden. Ja, ich glaube tatsächlich, dass wir die leider brauchen, um weiterhin irgendwann diese ganzen Geschichten mal abzutragen. Bin ich der Meinung, dass wir die auf jeden Fall nicht abschaffen sollten. Asyl soll weiterhin nur politisch Verfolgten gewährt werden. Bin ich absolut dagegen. Es gibt auch ganz viele andere Leute, die Recht auf Asyl erhalten sollen. Nicht nur politische Verfolgung, sondern auch wirtschaftliche Flüchtlinge, die zum Teil einfach wirklich an der Armutsuntergrenze leben, sollten einen Platz bekommen. Der gesetzliche Mindestlohn soll spätestens im Jahr 2022 auf mindestens 12 Euro erhöht werden. Brauchen wir gar nicht drüber. Absolut richtig. Der Flugverkehr soll höher besteuert werden. Absolut richtig. Unternehmen sollen selbst entscheiden, ob sie ihren Beschäftigten das Arbeit im Homeoffice erlauben, stimme ich nicht zu. Ich finde, das Recht auf Homeoffice sollte jedem Arbeitnehmer freigestellt werden. So, die Gewichtung der Thesen. Die Thesen sind mir besonders wichtig. Wählen ab 16 ist mir besonders wichtig. Windenergie ist mir besonders wichtig. Ausstieg aus der Kohleversorgung. Gesetzliche Rentenversicherung. Schulpolitik. Antisemitismus. Okay, let's go. Mit welchen Parteien möchten Sie die Standpunkte vergleichen? Durchs Anklicken der Logos können Sie Parteien vergleichen. Okay, also auf jeden Fall mit allen großen Parteien definitiv erstmal. Und dann bin ich auch noch interessant, was die NPD dazu sagt. Also eigentlich können wir uns alle hier raussuchen, oder? Wir können ja einfach mal alle anklicken. Ja komm, wir machen einfach alle Parteien rein. Scheiß drauf. Und es ist die V-Partei. Okay. Ich will Aufwendung von Wachstum, Konsum und Essverhalten hinweisen. Sie fördert eine vegane Ausrichtung der Landwirtschaft langfristig Ausstiegsrechte. Okay, noch nie von der Partei gehört. Die DIB, Demokratien in Bewegung. Okay, also die Veganer-Partei, da sehe ich mich jetzt tatsächlich nicht unbedingt drin. Tierschutzpartei, leider schade, dass keine einzige Frage zum Tierschutz drin ist. Gut, das hätte ich mir schon denken können. Das muss ich ehrlich sagen, sind zwei Sachen, die ich mir hätte denken können, dass die Partei und die Grünen und die Linke und Volt ähnlich hier auf der Liste stehen. Gehen wir mal runter. Ich würde gerne wissen, wie meine Meinung d'accord ist mit der SPD, die FDP. Okay, wo ist denn hier die SPD? Hallo? SPD hier. Ja, okay. Okay. PDF. Ist das nicht ein Dateiformat, Alter? What the f... Gut, ich glaube, ganz unten steht tatsächlich... Also, das ist wirklich bezeichnend, dass ich mit dem dritten Weg und der NPD mehr Übereinstimmung habe als mit der AfD. Also, dass die AfD wirklich am letzten Platz steht bei mir, das ist doch schon ziemlich... Also, nochmal, der dritte Weg, hier steht basically drinne. Antisemitismus, Rassismus und ein völkisches Menschenwelt prägen die Partei. Die wollen quasi den Nationalsozialismus zurückholen. Und trotzdem ist die AfD schlechter gelistet. Und es liegt, glaube ich, daran, dass tatsächlich sogar der dritte Weg sich mehr für den Umweltschutz und sogar die rechtsradikale NPD sich mehr für den Umweltschutz einsetzt als die fucking AfD, bezeichnenderweise. CDU, CSU, 40% Übereinstimmung. Interessant auf jeden Fall. Interessant. Also wirklich sehr, sehr interessant. Ich hätte nicht gedacht, dass die Linken bei mir so stark sind. Aber ja, sehr interessantes Ergebnis. Ich würde euch sagen, ihr könnt gerne auch an der Stelle nochmal den kompletten Partei-Wahlomat hier nochmal durchmachen und euch selber nochmal anschauen. Macht's einfach gerne mal. Tempolimit möchte die CDU zum Beispiel nicht. Die AfD, ich finde mal ganz, ganz kurz.
gucken, was die AfD bei der doppelten Staatsbürgerschaft gesagt hat und beim Kopftuch im Dienst. Die AfD unterstützt alle Projekte zur Vertiefung der deutsch-israelischen Freundschaft. Sind in der AfD nicht super viele Antisemitisten-Parteimitglieder? Gut, anyways, das war's von Wahl-O-Mat an der Stelle, meine Freunde. Ein großes Fest. Schaut es euch selber gerne mal an. Sehr, sehr interessant. Wir machen weiter. Kuss geht raus.